Mein Name ist Christine Scharf. Ich bin Alltagsbegleiterin im Pflegeheim Betanien und wollte jetzt ein neues Betreuungsangebot für demenziell Erkrankte vorstellen. Es geht um diese Katze. Es ist keine echte Katze, es ist eine Betreuungskatze. Das heißt, sie ist jetzt nicht kein echtes Tier, was ausgebildet ist, sondern eine Roboterkatze. Und die Katze, ja, die, ja, man hört es jetzt schon, die reagiert auf Berührung. Je intensiver sie gestreichelt wird, man hört es vielleicht so ein bisschen, schnurrt, also so ein bisschen nachempfunden einer echten Katze. Und je nachdem, wie intensiv man sie streichelt, legt sie sich auch mal auf den Rücken. Und wir haben sie jetzt etwa einen Monat, glaube ich, setzen sie in erster Linie ein bei demenziell erkrankten Bewohnern. Und es öffnet Türen in dem Schleier der Vergessenheit, finde ich. Also viele Bewohner haben früher selbst ein Tier gehabt, Hund oder Katze. Das Streicheln beruhigt sie zum einen. Und manchmal ja, interagieren sie, indem sie auch die Katze ansprechen. Ihnen fällt der Name ihrer Katze ein, die sie früher hatten. Ja, und es löst, glaube ich, auch so ein Sich-Kümmern aus bei demenziell Erkrankten. So ein Tier muss versorgt werden, gestreichelt. Ja, und wahrscheinlich, weil wir alle Berührung brauchen. Und ich glaube, das befriedigt auch so ein bisschen die körperliche Nähe. Und das Schöne ist, ich habe schon Erfahrungen mit Bewohnern, die vorher wenig geredet haben und die Katze plötzlich ja, dann auch so die Zunge löst. Also auch bei Menschen, die jetzt psychisch krank sind, die nicht unbedingt sind. Ja, am Anfang fühlt es sich so verlogen an. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man jetzt zu jemandem hingeht und zum Robotertier. Aber die demenziell Erkrankten erkennen das nicht. Für sie ist es dadurch, dass sie so echt wirkt, so ein echtes Tier. Man braucht keine Katzentoilette, man braucht kein Futter, Stuben rein, springt nicht rum, bringt das Zimmer nicht durcheinander. In dem Wohnbereich, in dem ich arbeite, heißt sie Kitty. Bei anderen Bewohnerinnen und manchmal eben so, wie die eigene Katze früher hieß. Also sie ist individuell, wie sie Namen bekommt.